Necromines zum Dritten. Willkommen zurück zu Oddworld Soulstorm. So, ein paar haben wir noch vor der Brust. Ein paar Modakens. Jetzt können wir hier nochmal spicken, was sich da gleich vor unserem... Oh, ja, die Stelle aus dem Trailer. Da wirst du da. Hat man den Trailer gesehen? Man hängt da dran und... Ape ist ins Feuer geraten. Ich weiß nicht, wie man das überhaupt unterbinden soll. Ja, du musst anders hangeln. Oh, wenn das nicht nach Spaß aussieht. Spaß, Hype, Spaß, yeah. Hast du Spaß, während du verbrannt wirst? Dem Tode ins Auge blickst, voller Brutalität? Ja. Geben wir unser Bestes. Und damit rettest du auch keine Modakens, oder? Kannst froh sein, wenn du deine eigene Haut rettest. Oh, ich war mir sicher, hier ist jetzt was versteckt. Naja. Sah ein bisschen aus, weil man da so reinlaufen konnte. Tiefminen nennt sich das Ganze. Jetzt, ich kann immer noch was werfen. Also es gab Stellen. Was ist das? Sind das Knochen? Gemahlene Knochen. Guckt euch unten dieses Fakir-Bett an. Verspricht alles, sehr spaßig zu werden. Vielleicht versteckt man hier irgendwo ein Gelee Royal. Klar, ich komm mit. Oh ja. Du hättest dich irgendwo festhalten können, Abe. Das ist doch nur... konstruktive Kritik. Ha, ich komm noch mit. Da kommt der Speedrunner an mir raus. Was? Okay, ich warte noch ein bisschen. Offensichtlich ist das noch nicht getriggert, dass man sich festhalten kann. Abe, du wirst alt. Er ist nicht mehr der Jüngste. Wie alt ist Abe eigentlich, ne? Er hält sich wirklich nicht fest. Was zur Hölle? Weißt du was? Ich warte. Kann ich mich hier festhalten? Ja. Der Elf macht zum Beispiel einen deutlich älteren Eindruck, ne? Elf macht einen deutlich älteren Eindruck. Jetzt funktioniert's. Warum auch immer es eben nicht funktionierte, ist ja wurscht. Okay. Hi. Runde 2 steht uns unmittelbar bevor. Soll ich mal groß gucken? Guckt euch die... Wenigstens sind diese, ja, Nägel nicht nur unten, sondern man sieht, dass die auch überall verbreitet sind, sag ich mal. Quietscht es an allen Ecken und Enden. Sieht nach Spaß aus. Was ist passiert? Der Witzige ist, wenn du einfach nur springen drückst, springt der nicht. Du musst schon nach oben drücken, ja. Du musst eine Richtung angeben. Ich dachte halt, wenn ich einfach so springe, einfach so X drücke, dann springt er hoch. Wie er es normalerweise auch täte. Tut er aber nicht. Oh, da kommt Feuer raus. Das ist schlecht. Wie auch immer das die Produktivität steigern soll. Let's try this out. Klar, man hat noch Options.
Das war Plan B. Plan B ging schon mal nicht so gut aus. Das ist aber nicht optischer Natur, das ist nicht zum dekorativen Zweck. Soll einfach zeigen, dass du hier auch nicht runterfallen sollst. Baby Boy. Da hab ich sie, meine Jump-Run-Passagen. Und wenn man erstmal weiß, wie die Steuerung funzt, dann funzt sie auch. Gut, man muss sagen, es gibt genug Leute, die sagen, sie kamen zu PS1-Zeiten schon nicht mit Oddworld klar wegen der komplizierten Steuerung. Tatsächlich war es kein. Es war kein Mario. Ne? Haben wir es geklärt, ne? Ist es jetzt raus? Oddworld ist doch kein Mario. Verrückte Welt. Und da hängt er jetzt, ne? Der Ape, der hängt einfach so ab. Ah. Also wenn du dich runterfallen lässt, ne? Indem du nach unten drückst, dann kannst du keinen Doppelsprung mehr machen, sondern nur noch einen einfachen Sprung. Müssen wir auch mal festhalten. Muss ja so ein bisschen ausprobieren. Ein bisschen gucken. Machst du Lucky Lucky. Ich muss warten, bis der weg ist. Andere Optionen habe ich jetzt erstmal noch nicht. Ich weiß nicht, ob es reicht. Okay, so geht's. Freunde, so geht's. Soll das darstellen, so Art Starkstromleitung? Hat sich wieder nicht festgehalten. Diesmal hat er keine Möglichkeit gehabt. Das nehme ich auf meine Kappe. Haben wir irgendwo noch Modakens? Und das ist ein Vogelkreis. Da arbeiten sie. Ja, ich dachte doch. Ich dachte doch, ich habe was im Augenwinkel gesehen. Oh ja, dafür bin ich hier. Dann zeigt mal her, was wir diesmal sehen. Welcher Specher was richtig wichtig ist. Gut. Der scheint das auszumachen und das. Dann muss ich von oben nochmal gucken, was da noch abgeht, sobald ich mich da befinde. Noch ein paar Worte? Nee. Bin ich mal vorsichtig guter Dinge hier? Man darf doch mal vorsichtig guter Dinge sein, oder? Warum darf ich mich schon wieder im großen Stile ausrüsten? Will ich das? Keine leeren Flaschen. Kaugummi kann ich kaufen. Fizzy Pop. Und Brühe. Was kann ich mir denn theoretisch craften? Fizzy Bomb. Blastos ist für nichts anderes gut, als zu craften. Fizzy Pop zu verbessern. Nebelschleier nehmen wir immer, sobald wir es haben. Nebelschleier Deluxe habe ich bisher noch nie gemacht. Aber Knochenpulver ist auch denkbar selten. Oh, Steaks, hallöchen. Die mit den Instant-Schüssen, ich muss schon sagen. Warte mal ganz kurz. Nee? Ich dachte. Sah ein kleines bisschen danach aus. Jetzt könnte man da noch was drehen. Leute. Ich weiß nicht, was die mit euch machen, aber ich würde trotzdem aufpassen. Warum werden die wegge...
Warum? Noch alle da? Ja. Keiner gestorben. Ich würde es ja gern verschweigen, aber im letzten Part konnte ich an einige Modakens nicht mehr rankommen. Weil ich mich erst umschauen wollte und einen Checkpoint betätigt hatte, da konnte ich nicht mehr zurücklaufen. Gar nicht geil. Müsst euch beeilen, Leute. Und jetzt? Oh, sind die kaputt? Och, Kinders. Was braucht der denn für eine halbe Stunde da reinzugehen? Arg. Ist das schon offen? Nee, nee, muss ich mitnehmen. Aber das ist die Option, wie ich euch... Ist jetzt eigentlich ganz gut erkennbar, wo welcher Sleek hinzielt. Dann sag ich jetzt mal gar nichts. Wo schießt der denn? Nur der eine wurde geplättet. Sind da mehrere Schalter? Ja! Nö, nö, mit Geduld und Spucke, Freunde. Der Nebelschleier, ja, ohne den Nebelschleier würde ich hier verrückt werden. Es ist halt auch super witzig, ne? Dass die Sleek sich da positionieren, wo man die einfach töten kann mit einem Knopfdruck. Soll keine Kritik sein, es ist nur eine Feststellung. Was da runterpröselt, sind alles ist Knochen, gemahlene Knochen oder was? Oder ist es alles Abfall? Bin mir nicht sicher. Ich habe alle Schließfächer gecheckt. In den Necromines. Wir werden gleich durch sein hier. Wo sind wir jetzt safe? Ich glaube schon. Für den Moment. Es würde nicht mal reichen, ey. Es würde nicht mal reichen. Aber noch sind wir ja nicht durch. Bedrohlich, oder? Ich würde sagen, super gut gemacht, ne? Fängt die Atmosphäre geil ein. Hier sind die Checkpoints auch so unfassbar. Nach jeder Knochenmühle gibt es einen Checkpoint. ...71%, Freunde, mehr werden es nicht sein. Nur weil ich die einen nicht mehr erreichen konnte. Schade. Hä? Hä?
Als ob. Jetzt habe ich nichts mehr davon. Was zur Hölle? Komm, legt euch schlafen, haltet die Backen und tiefe Minen. Kommen wir in die tiefen Minen, meine Damen und Herren. Oh, da oben ist noch einer. Oben ist noch einer. Ich nehme mit, was ich kriegen kann. Kommen wir nicht vorbei, oder? Es sei denn... Ich dachte an Nebelschleier für die Stelle hier, aber... Ich glaube, ich komme sogar so. Komme ich sogar so? Ja. Machen wir schön gründlich. Wobei, so geht's auch. What the hell? Da würde man am liebsten einfach chanten können, ne? Wozu sind denn die Minen? Ich meine... Gut, Nebelschleier, ne? Und ja, Tatsache, den anderen hatte ich gar nicht gesehen. Hast du gerade Gummibänder bekommen, Junge? Ist er dumm? Klebeband. Soll ich noch was anderes probieren? Dann raube ich halt erst den unteren aus. Okay, können wir so auch machen, kein Problem. Komm ich mir klar. Es sind schon ein paar, ne? Also in der Summe. In der Summe interessant. Jetzt aber mal ruhig Blut und vernünftig zocken, mein Freund. So, Gummibänder. Oder waren es die nicht? Die alleine reichen nicht. Fakt ist aber auch. Alles zusammenbricht so. Schade auch, dass man alles wieder jedes Mal von vorne machen muss. Das ist ein Ding, das nehme ich in Kauf. Tiefe Minen. Sieht ja ziemlich gut bewacht aus, ne? Die tiefen Minen. Dann versuchen wir es so. Komm ich nicht mehr da hoch. Ich bin so ein Horst. Ich bin so ein Horst. Ich will doch da oben hoch. Hallo, Horst. Der über alles herrscht. Erst hoch, dann die ganze weitere Chose. Der letzte im Bunde.
habe Angst, in den Checkpoint zu laufen inzwischen. Normal müssen wir die Minen hochjagen, aber auch das wird es ja nicht bringen, ne? Das ging gerade einfach nicht gut. Mit dem Mutterhackenkumpel. Das ist so ein Screen, ne? Dich aufhalten kann. Sag mal, der fliegt ja. Der Sneak. Seht ihr den Sneak? Lol. Ach ja. Spielsatz und Sneak. Jetzt aber Schluss mit lustig. Wir retten jetzt den einen Dude und dann machen wir alles wie geplant. Tut mir leid, ab und zu Sonic-Syndrom. Vielleicht auch, weil ich mir denke, oh, ich hab Zeit, ne? Das Level ist jetzt vorbei. Guck mal, der backt sich schon wieder nach rechts. Und ich sag euch was, erinnert euch an das Level, wo ich hochklettern musste? An das Kletterlevel? Da hat ja auch nach einer Zeit irgendwas nicht mehr funktioniert. Da haben die Mutarkens nicht mehr so die Sachen geworfen, wie sie es tun sollten und so weiter. Ich gehe fest davon aus. Alter, der backt sich einfach in die Felsen. Ein Gegner weniger. Oder je nachdem. Okay, das können wir aussetzen. Holy shit, und der andere ist auch wieder da. Der Sneak cheatet. Der Sneak cheatet! Warum passiert sowas? Er cheatet. Der Mutarken ist nicht schnell hier noch. Ich weiß aber, wie es ginge. Ich sag dem halt warten und wenn er losgehen soll. Auch wieder Bescheid. Halt dich bereit. Es wird sich das Flüstern halt auch über größere Distanz läuft. Schnell. Ich weiß nicht, was er immer macht. Warum dreht er sich da wieder um? Langsam ist witzlos. Mann! So ein fucking Typ, ne? Aber jetzt mit schwebenden Sneaks und so, da lasse ich mir auch gar nicht mehr dazwischenreden. Auch halt Zeit. Kommt er jetzt? Oh mein Gott. Naja, hat ja geklappt. Ich will halt lieber, dass das Ding runterguckt. Statt hoch. So, und jetzt will ich das speichern. Nö, diesen Erfolg muss ich speichern. Das geht nur so. Jetzt könnt ihr was erleben. Rache! Na gut, die sterben ja nicht. Das macht es ein bisschen schwierig. Weißt du was? Wir verziehen uns einfach. Wir verziehen uns. Wie viel habe ich gerettet? 75%. Toll. Wird nicht zählen als gutes Karma. Nur wegen dieser einen Kackstelle, wo ich echt mal noch weinen muss. Aber diese Kackstelle werden wir jetzt endlich mal verlassen. Ich nehme an, die werden aufgeweckt, wenn ich das hier betätige. Abgang. Höchste Zeit. Das Necrom betreten. Gosh, wieder viel zu viel Zeit verloren. Wenn jetzt noch eine Zwischensequenz folgt, dann nehme ich die noch mit. Damit in diesem Part ein bisschen mehr passiert, aber ich klinke mich aus, Leute. Dankeschön. Ja. Gebt mir Daumen, denn Daumen sind besser als Pflaumen. Bis dann und ciao.